Ich begrüße euch, die LP-Action, Uncle K. Vincent hier mit einer neuen Folge von Grid 2 und wir wollen jetzt die World Series Racing starten und uns so ein bisschen berühmt machen. Möchtest du die WSR wirklich starten? Wenn ja, wenn du ja willst, kannst du die aktuellen Events nicht beenden und keine ausstehenden Sponsorenziele erfüllen. Ja, aber es gibt ja nur die drei und die habe ich erfüllt. Also machen wir mal ja. Ne? Du musst das Auto wählen, mit dem du an den Start gehen willst. Wie, ich muss ein vorgefertigtes nehmen, okay. Die Dodge hatten wir ja schon mal einmal genommen, ne? Ich guck gerade. Die Chevrolet hat ein bisschen mehr Topspeed. Beschleunigung ist auch höher. Die Leistung ist etwas niedriger. Und das Gewicht. Komm, wir probieren mal den Camaro aus. Den hatten wir nämlich noch nicht. Die anderen Belohnungen kannst du später im Fahrzeug-Challenge gewinnen. Ja. In Ordnung. Du findest das Auto vor dem nächsten Rennen in der Garage. Du machst dir langsam einen Namen. Ein weiterer Sponsor ist an einer Zusammenarbeit mit dir interessiert. Aha. Ach so. Jetzt haben die extra... Ach, die alten Sponsoren haben jetzt weitere Ziele jetzt zugesetzt. Okay, was haben wir? Gewinner ein Rennen-Event mit 5 Sekunden Vorsprung. Ja, kann man schaffen, muss man aber nicht. Gewinner ein Duell-Event. Das lassen wir mal drin. Fahre eine saubere Runde. Was heißt denn sauber? Oh, neuer Unfall? Oh. Ich guck mal eben, was es hier noch gibt. Oh Gott, 31 Stück schon. Oh Gott, erstmal durchgucken, was es hier alles gibt. Dann im Event Evo Rennserie vor Harrison Carter. Okay, Drift insgesamt 200 Meter. Also viele. Was, die wollen alle? Belege in jeder Eventrunde des Events Intel Rennserie mindestens den 3. Platz. Okay. Sind das alles 3000 Fans? Ja. Komm, das mit dem 3. Platz machen wir, oder? Wo waren der? Achso, die beiden. Komm, machen wir mal Stilo. Die Arbeit macht sich bezahlt. Ein weiterer Sponsor möchte eine Werbefläche auf deinem Auto kaufen. Ja, und... Hä? Ich hab doch jetzt schon ausgewählt. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach so. Ach nee, hä? Der gibt nur frei. Ja, habe ich jetzt. Und jetzt... Ach, hier runter, fertig. Boing. Endlich findet das erste offizielle Event der World Series Racing statt. Machen wir es für die Fans in Chicago zu einem denkwürdigen Ereignis. Machen wir das wahr. Evo-Rennserie, 2 Eventrunden, was haben wir noch? Achso, der Rest ist zu. Gut. 2 Rennen, machen wir mal. Ändern sich dynamisch. Du musst immer aufmerksam bleiben, da jederzeit neue Abzweigungen geöffnet werden können. Hier kannst du dein Improvisationstalent unter Beweis stellen. Ach, da kommt das neue Feature raus, in dem Strecken sich einfach mal willkürlich aus dem Nichts wechseln, wenn man da vorbeigefahren ist. Das heißt, die Strecke ist jede Runde anders. Patrick Kellen, was stand da eben? Dieses Event ist ganz simpel, kommt einfach als erster über die Ziellinie. Ja, no shit. Egal, wir legen einfach mal los. Hä, ich hab doch eben den Wagen schon ausgewählt. Ach! Ich hab nicht ausgewählt, welchen Wagen ich jetzt nehme, sondern ich hab ausgewählt, welchen ich sozusagen bekomme. Ich dachte, ich hätte mit dem jetzt rasen müssen. Egal, wir nehmen den jetzt trotzdem, das wollte ich jetzt sowieso. Also, schön mit dem Camaro durch die Gegend blitzen und gewinnen, oder was? Mal schauen, ob das funktioniert. Oder ob wir voll kläglich abkacken jetzt. Kann ja nicht mal eben Nitro einspeisen. Hier braucht man Skill. Musst du mit viel Verstand agieren. Die Route ist nicht festgelegt. Streckenkenntnis hilft dir also nicht weiter. Du musst vorausdenken und auf Routenänderungen vorbereitet sein. Keine Runde wird wie die andere sein. Ja, er hat es ja schon gesagt. Unten links seht ihr es auch. Zuschauer sind gekommen. Zeig ein gutes Rennen und gewinn ein paar neue Fans. Ja. Unten links seht ihr es auch. Da ist keine Kartenanzeige mehr, sondern einfach nur so ein Zeichen, dass sich die Strecke jederzeit verändern kann. Achso, Unterschieden. Okay, na gut. Sonst hast du nichts zu tun. Ich wollte ein paar Schäden machen, dann können deine Mechaniker ein bisschen arbeiten, dann ist sie nicht langweilig. Außerdem ist es im Moment ja nur Lackschaden. Gucken wir doch mal uns an, wie sich die Strecke ein bisschen verändert. Also sie wird natürlich nicht direkt vor deinen Augen sich wechseln, sondern außerhalb. Das ist nicht so wie Split Second. Ich weiß nicht, ob ihr Split Second gespielt habt. Ist auch ein Rennspiel von... Ja, von was? Und ich mach Scheiße hier. Von... Ich weiß gar nicht, welcher Entwickler das jetzt war. Also Split Second Velocity, da konnte man ja so
Sachen. Was mache ich denn hier? Das ist auch nicht so verschön. Egal, ich fahr weiter. Da konnte man die Strecke direkt umwechseln, indem man, was weiß ich, irgendwelche Crashes verursacht hat oder haarscharf irgendwo gefahren ist oder auf der anderen Straßenseite, glaube ich. Und dann hatte man so bestimmte Boost-Punkte, also nicht für Turbo, sondern um bestimmte Katastrophen zu aktivieren und die auf den Gegner zu knallen. Und das war ganz cool, da konnte man manchmal eine ganze Strecke in die Luft jagen, dass man dann auf einmal unter der Strecke fährt oder sonst wo. Müsst ihr euch mal angucken, das heißt Split Second, wenn ihr es noch nicht kennt. Ist, glaube ich, von Disney sogar, wenn ich das jetzt nicht falsch liege. Disney Interactive, oder wie das heißt. Fand ich nämlich schon damals interessant, dass es Disney gemacht hat. Vielleicht bin ich auch ganz falsch, aber auf jeden Fall irgendwie sowas. Und habe ich eine Weile gespielt, hat auch ganz großen Spaß gemacht. Ab und zu ein Rennspiel ist auch immer ganz cool. Damit liegst du in Führung. Ja, Gesenkensau liegt in Führung. Und ehrlich gesagt, jetzt habe ich so viel über das andere Spiel geredet, dass ich nicht aufgepasst habe, ob wir mal woanders sind. Doch, hier waren wir vorhin noch nicht. Wir waren ja noch nicht im Tunnel oder im Untergrund. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert hier. Ist ja natürlich sehr realistisch, dass sich die Strecke auf einmal ändert, aber es geht ja nicht um Realismus, sondern es geht darum, dass das Spiel etwas spannender wird. So, in dem Moment, wo ich das eben gesagt habe, mit diesem schönen Wispeln, hättet ihr vielleicht nochmal die Untertitel anmachen müssen, wenn sie an sind. Kommt ja vielleicht lustiger Mist dabei raus. Da kommt wahrscheinlich immer, weil das Gerät erkennt wahrscheinlich meine Stimme gar nicht, den Schwachsinn, den ich von mir gebe. Kann ja keiner übersetzen hier. Ah, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Wie viele Runden haben wir überhaupt hier? Das ist gar keine Rundenanzahl. Waren wir nicht eben hier auch schon? Hä? Fahren wir jetzt im Kreis ohne Dings? Ach, ich sehe unten links gerade. Jetzt müssen wir durchs Ziel kommen, ne? Ja. Unten links über das Zeichen mit den zwei Pfeilen. Da war so eine rote Leiste, die sich weiter aufgefüllt hat. Je nachdem, wenn sie ganz durch ist, ist man dann durchs Ziel gekommen. Und es kann sein, dass man auch einmal komplett durch den Kreis fährt. Okay. Ja. Platz 1, 20 Punkte eingesammelt. Du hast den Platz an der Sonne in der Gesamtwertung. Lass dich nicht verdrängen. Alles Amerikaner, Südamerikaner und Kanadier. Und dann kommt da ein Deutscher und macht die alle zu Sau, oder? Ein Europäer zeigt dir mal, wie es in Amerika zu fahren geht. Das hätte dir nicht so gefallen. Und wieder ein Achievement, Winging It. Damit haben wir unser erstes Eventrennen geschafft. Und ging gleich rüber zum zweiten. Oh, wieder zwei Runden. Gut, jetzt könnt ihr es da unten links sehen. Im Moment ist die Leiste natürlich leer. Wenn ihr jetzt links auf der Leiste guckt, da wo diese weißen Linien sind, dann müsst ihr sich gleich füllen. Oh, 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 oh. Wir wollen natürlich mal versuchen, ein bisschen aufmerksamer zu sein. Jetzt seht ihr, da ist die rote Linie schon ein bisschen aufgebaut. Das heißt, es generiert immer die Strecken ein bisschen rum. Und dann, wenn das Spiel sieht, okay, die Route ist bei 7 Kilometer erreicht, wie es hier bei der Strecke ist, dann baut er da sozusagen das Ziel hin. Und unser erstes Viertel haben wir gleich geschafft. Du bist in den Top 3. Fahr jetzt voll auf Sieg. Oh, 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 ja, das mache ich. Muss man aufpassen, dass ich ja nicht voll auf Wand fahre. Oh, Vorsicht. Oh, der zieht gleich wieder ab hier. Oh, der zieht schon ab. Komm, ketten wir uns mal ein bisschen ran hier. Bist du auf Platz 3 abgerutscht. Ja, danke, ey. Komm, schneid noch mal rein in die Wunde. Ich sehe das selber, ich bin nicht blöd. Ich kann selber zählen. Du bist voll runtergerutscht. Guck mal, jetzt bist du nicht mehr zweiter Platz. Na ja, dann machst du es nächstes Mal besser. Ich bin nur noch im Rennen. Lass mich mal in Ruhe hier. Ich will in Ruhe fahren. Und nicht immer dein Gesammel anhören. Oh, oh, ist das der Carter schon wieder? Ja, Harrison Carter. Der ist auch die ganze Zeit nur am vorne rumeiern. Nur. Aber wir eiern mit, denn ich will ihn wegeiern. So, ein bisschen Schatten, Windschatten hier. Und jetzt, komm, scheiß auf fair sein. Ach Mist, das wäre eine enge Kurve hier. Oh, 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 oh. Jo, die haben wir gut genommen. Ah! Das war knapp. Das war knapp. Jetzt kann ich aber auf der Karte nicht gucken, wie weit der hinter mir ist. Ich muss nach hinten schauen, weil es gibt ja keine Punkte mehr. 50% haben wir geschafft. Also 3,5 Kilometer sind vorbei. Und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen mehr. Oh, oh, die ist eng. Oh, das ging. Jetzt müssen wir noch mal. Oh, das war zu früh genommen. Egal, läuft noch, läuft noch. Sieht noch sauer aus. Kleine Delle. Und noch ein paar mehr.
Das macht aber nichts, das macht aber nichts. Na. Oh, 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 zu eng genommen. Für alle die, die sich jetzt beschweren, dass ich schon wieder dieses blöde Feature anwende, könnt ihr mal einen Kommentar schreiben. Du bist ja lame. Du hilfst dir ja immer selber, nur weil du einmal dagegen fährst und dich überholen lässt dann wieder. Fahr doch mal richtig. Dann, ja, dann macht es doch einfach. Ich bin ja selber auch sehr kritisch, was das angeht. Denn das Feature macht einem das Spiel einiges einfacher. Muss man auf jeden Fall sagen. Aber wenn man es natürlich zur Verfügung hat, dann ist so der Daumen schon da auch aufliegen. Und man will natürlich auf die Y-Taste drücken und das gleich verwenden. Weil man ja Angst hat, das zu verkacken und alles schon wieder von vorne machen muss. Na, na, nee, doch, ja, ja, doch. So, jetzt müsste es echt die Ziellinie gleich kommen. Ah, kommt noch einmal im Tunnel. Machen wir noch einmal die Lichter aus hier. Und dann haben wir das Ding abgezogen und gewonnen. Da vorne kommt das Ziel ja schon. Und hinter uns ist ja auch gar keiner, also locker abgezogen. Da haben wir wahrscheinlich sogar über 5 Sekunden erreicht. Hätte ich den anderen Sponsor sogar mit reinziehen können. Na, wie viel Vorsprung hatten wir? Oh, über 8 Sekunden, mein Gott. Awesome. Das ist er, dein erster Gesamtsieg. Wir sind ein starkes Team. Ja, wir sind ein starkes Team. Ich fahre und du gehst mal auf den Sack. Das ist echt Dream Team. Also wenn man damit nicht gewinnt, dann hänge ich meinen Job als Fahrer an den Nagel. Und noch mehr Fans. Gib mir die Fans. Jetzt haben wir große WSR. Wie viele Fans? Oh ja, da kriegen wir ein paar. Aber die... Oh, doch. 44.375. Noch nicht die 50.000 geknackt, aber wir sind ganz nah dran. Du bist gerade in Topform. Nimm sie mit in deine nächste WSR-Serie. Nimm meine Topform immer mit. Was haben wir denn hier? Fahrzeug-Challenges wieder und eine Promo. Und die WSR bleibt jetzt hier offen. Achso, die anderen Dinge hat er jetzt rausgeschmissen. Okay. Dann machen wir unsere Challenge nochmal und holen uns mal das andere Fahrzeug. Die Charger, genau. Und der bietet 2 Minuten 10. 5 Kilometer. Versuchen wir es nochmal. Chargen wir uns mal durch die Strecke. Nee, das war doch jetzt wieder die, ne, wo man so oft überspringen kann. Am Streckenrand, sonst riskierst du einen Überschlag. Ja, das habe ich auch schon zu oft gemerkt. Überschläge scheine ich hier gut zu können. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen, ohne uns zu überschlagen. Es liegt jetzt an dir, ob du das Auto behalten darfst. Ja, ja, ich weiß. Es war schon klar, dass du nicht da ankommst und sagst, hier, Auto kannst du geschenkt haben, obwohl du nur Scheiße gemacht hast. Oh, 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 oh. Ja, ein kleiner Schlitzer, das macht nichts. Ich zieh das durch. Müssen wir ein bisschen gucken hier. Ist das dieselbe Strecke von vorhin oder ist die ein bisschen anders jetzt? Obwohl. Doch, ich glaube. Och, Junge! Das ist natürlich ein bisschen lame, wenn man jetzt mal ehrlich ist, dass man die Rückblende auch in Zeitrennen aktivieren kann. Aber ich hatte ja schon angekündigt, ich bin nicht der größte Fan von Zeitrennen. Deswegen nutze ich dieses Feature natürlich hier umso gerne nochmal aus und ich verwende das gleich nochmal. Komm, wir versuchen es jetzt weiter. Also komplett rumlamen wollen wir jetzt auch nicht. Bisschen failen ist ja auch wichtig. Und ich glaube, zeitlich sollten wir das trotzdem hinkriegen. Es war bis jetzt ja noch nicht so schwer. Und ja, die bricht ganz schön aus, die Charger. Ist ja natürlich auch kein Golf. Sondern ein großes Fahrzeug und... Ach. So, bisschen früher bremsen. Gucken wir uns nochmal die schöne Szenerie an. Ein bisschen Wasser da unten. Wenn wir das Rennen geschafft haben, können wir ja gleich runtergehen und schön Eis schlecken und ein bisschen am Strand sitzen. Außer wir überschlagen uns natürlich 10-mal und sind dann leider tot auf der Ecke. Das ist natürlich dann nicht so günstig. Aber das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Wir können eine Rückblende machen und dann leben wir wieder. Und ach Kevin, was laberst du da schon wieder von Unsinn? Versuch erstmal das Zeitrennen zu können. Dann kannst du weitermachen. Ja, doch, die Strecke ist doch ein bisschen anders. Aber ich glaube, da ist so schon das Ziel. Oh, Ratsch. Bremst, es ist eng hier. Nee, ist doch noch nicht das Ziel.
Ah, das wäre zu einfach gewesen. Wir haben noch so viel Zeitpuffer. Aber jetzt muss das Ziel aber langsam kommen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Jetzt habe ich noch 20 Sekunden gleich. Unten ist die Anzeige noch nicht da. Hilfe! Zeit geht mir aus! Jetzt wird's doch noch eng. Wo ist das Ziel? Da muss es sein. Da ist es. Oh, jetzt wird's doch noch eng. Ah, das jetzt nicht in der Kurve abkacken. Gib Gas. Und... ah, noch geschafft. Ich habe es natürlich mit Absicht spannend gemacht. Ich habe das alles schon vorgeplant. Nein, natürlich nicht vorgeplant. Also das war wirklich super. Knapp. Das Auto gehört uns. Schön. Neues Auto. Auto, Auto, Auto. Die BSR steckt noch in den Kinderschuhen. Wir müssen noch viel zeigen und viele Fans gewinnen. Ja, das machen wir. Bekannter machen, indem du ein Sponsorenziel erfüllst. Wie viele Ziele haben wir denn überhaupt noch? Ach, guck hier. 5 Sekunden Vorsprung haben wir sogar schon geschafft. Gewinne ein Duell-Event. Das machen wir nochmal. Und belege in jedem Event-Runde des Events in der Rennserie mindestens den 3. Platz. Das machen wir auch noch. Aber erst wieder in einer anderen Folge, denn diese ist schon wieder vorbei. Die LP-Action seht euch. Seht euch? Was? Ihr seht. Die LP-Action auf jeden Fall bald wieder. Ich bin euer Onkel Kevins. Likes, Kommentare und Feedback werden gerne angenommen. Ich sehe euch in der nächsten Folge von Grid 2. Gesenkt Sau, sagt tschüss.